Der dramatische Fall von John DeManyuk, einem eingebürgerten US-Bürger, der beschuldigt wurde, in einem Todeslager der Nazis Wache gehalten zu haben, ist Gegenstand einer viel diskutierten neuen Netflix-Dokumentation, welche ich selber nur wärmstens empfehlen kann. The Devil Next Door, oder auf Deutsch, Der Teufel wohnt nebenan, konzentriert sich hauptsächlich auf DeManyuks Prozess in Israel in den 1980er Jahren, einen der letzten großen Prozesse gegen Nazi-Kriegsverbrecher. Der emotionale Prozess, an dem viele Holocaust-Überlebende teilnahmen, führte wenige Jahre nach seiner Verurteilung zu einem noch dramatischeren Freispruch, als neue Beweise und Zweifel an den Vorwürfen gegen ihn aufgekommen sind. Aber John DeManyuks Freiheit war von kurzer Dauer. In den späten Morgenstunden wurde er zum zweiten Mal aus den USA deportiert, um erneut vor Gericht gestellt zu werden, diesmal in Deutschland. Aber was genau ist wirklich passiert? Nun, dies ist die Geschichte hinter diesem immer noch mysteriösen Fall, der die Serie inspiriert hat. John DeManyuk wurde am 3. April 1920 in Debowieh, Ukraine, als Ivan DeManyuk geboren. Er wurde 1941 in die sowjetische Armee eingezogen, aber ein Jahr später von den Deutschen verwundet und gefangen genommen. Wie er die Kriegsjahre verbracht hat, wurde nie bestätigt. Nach dem Krieg traf er Vera, die seine Frau sein würde, in einem deutschen Lager für Vertriebene und die beiden wanderten 1952 in die USA aus und ließen sich dort in Cleveland nieder. DeManyuk änderte seinen Vornamen in John und arbeitete in einer Ford-Fabrik. Das Paar hatte drei Kinder. DeManyuk kam 1974 erstmals auf das Radar der amerikanischen Behörden, als ein amerikanischer Journalist ukrainischer Abstammung, Michael Hansiak, in die Sowjetunion reiste und eine Liste mutmaßlicher Nazi-Kollaborateure erhielt, die inzwischen amerikanische Staatsbürger geworden waren. Bei der Untersuchung einer anderen Person auf der Liste erkannten Holocaust-Überlebende DeManyuks Ausweisfoto aus dieser Zeit und sagten, er sei Ivan der Schreckliche, ein notorisch grausamer Wachmann, der die Gaskammern in Treblinka betrieb. Aufgrund der Tatsache, dass er über seine Arbeit im Todeslager bei seinem Einwanderungsantrag gelogen hatte, wurde DeManyuk 1981 die Staatsbürgerschaft entzogen und an Israel ausgeliefert, um 5 Jahre später vor Gericht zu stehen. Während des Prozesses sagten die Staatsanwälte, DeManyuk habe sich freiwillig zur Arbeit in den Lagern gemeldet, wo er angeblich die Motoren laufen ließ, die die Gaskammern befeuerten, was ihn direkt für die Tötung von Tausenden von Menschen von 1942 bis 1943 verantwortlich machte. DeManyuk sagte, dass er den größten Teil des Krieges als Gefangener verbracht habe und dass die Nazis ihn gezwungen hätten, in den Lagern zu arbeiten. Holocaust-Überlebende sagten über das sadistische Verhalten von Ivan dem Schrecklichen in Treblinka aus und sagten, er habe Freude daran gehabt, Gefangene mit einem Stahlrohr zu schlagen und ihnen mit einem Schwert die Gliedmaßen abzuschneiden. Ein besonders emotionales Zeugnis gab der damals 65-jährige Eliyahu Rosenberg, der auf die Frage, ob er den Angeklagten identifizieren könne, DeManyuk aufforderte, seine Brille abzunehmen, damit er seine Augen sehen könne. Dann ging er zu DeManyuk und sagte, es gebe keinen Schatten eines Zweifels, dass er Ivan aus Treblinka sei. »Ich habe seine Augen gesehen. Ich habe diese mörderischen Augen gesehen«, sagte Rosenberg, der Chicago Tribune zufolge. DeManyuks Verteidigungsteam stellte die Zuverlässigkeit dieser Geschichten in Frage, da die Jahrzehnte alt waren. Und sie wiesen auf Lücken in der Geschichte der Staatsanwaltschaft hin, wie die Tatsache, dass DeManyuks Ausweis seine Arbeit in Treblinka nicht erwähnte, sondern nur die anderen Todeslager von Chelmo und Sobibor. Sie sagten auch, dass es auf dem Personalausweis Beweise dafür gibt, dass er manipuliert wurde und das Foto möglicherweise von einem anderen Ort entfernt wurde. Trotzdem wurde er 1988 wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit für schuldig befunden und zum Erhängen verurteilt. Die Sowjetunion fiel, während DeManyuk gegen seinen Fall Berufung einlegte, was sein Rechtsteam dazu veranlasste, einige KGB-Akten über NS-Kriegsverbrecher aufzudecken, die darauf hindeuteten, dass er möglicherweise mit einem anderen Todeslagerwächter verwechselt worden war. Die Sowjets sammelten die Aussagen von 37 ehemaligen Treblinka-Wachen. Diese sagten, der wirkliche Name von Ivan dem Schrecklichen sei Ivan Marchenko, den sie auf den Fotos identifizierten, die wenig Ähnlichkeit mit DeManyuk hatten, berichtete die New York Times zu dieser Zeit.
Obwohl es zahlreiche Beweise dafür gab, dass die Manjuk im Todeslager Sobibor arbeitete, war der einzige Zeuge, der dies bestätigen konnte, gestorben und konnte laut Jerusalem Post nicht mehr verhört werden. Daher entschied der oberste israelische Gerichtshof, die Verurteilung aufzuheben und die Manjuk freizulassen. Der Manjuk durfte schließlich zu seiner Familie nach Cleveland zurückkehren, wo ein Bundesberufungsgericht seine Verurteilung von 1981 aufhob. Und seine US-Staatsbürgerschaft wurde 1998 wiederhergestellt. Doch seine Freiheit war von kurzer Dauer. Ein Jahr später verklagte die Abteilung für Nazijagd des Justizministeriums, das Amt für Sonderermittlungen, dass dem Janjuks Staatsbürgerschaft ein zweites Mal widerrufen wurde, diesmal aufgrund seiner Arbeit in Sobibor. Dem Manjuk brachte den Fall vor Gericht und 2004 bestätigte ein Berufungsgericht die Entscheidung und machte den Manjuk zum zweiten Mal staatenlos. Deutschland stimmte schließlich zu, den Manjuk 2009 für einen Mordprozess zu akzeptieren. Dem Manjuk hat versucht, vor Gericht zu stehen, doch dies hat er angeblich nicht geschafft, da er an Nieren- und Knochenmarkserkrankungen erkrankt war, doch die Ärzte sagten, er sei gesund genug, um dies zu tun. Den Gerichtssaal besuchte er oft im Rollstuhl oder auf einer Trage, um damit Mitleid zu erwecken. Zwar gab es keine eindeutigen Beweise dafür, dass die Manjuk jemanden im Lager getötet hatte, doch die Staatsanwaltschaft stützte ihren Fall auf die Tatsache, dass jede Wache, die in einem Vernichtungslager arbeitete, laut der Jerusalem Post zumindest ein Begleiter des Mordes war. Dieses Argument hat funktioniert und im Mai 2011, im Alter von 91 Jahren, wurde die Manjuk für schuldig befunden, 28.060 Juden in Sobibor ermordet zu haben und zu 5 Jahren Gefängnis verurteilt. Ich kann nur jeden einzelnen von euch raten, euch wirklich mal die Dokumentation auf Netflix darüber anzuschauen. Die ist verdammt spannend und ihr wisst echt nicht, ja, was ihr von ihm halten sollt. Also, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da und ein Abo vielleicht auch und bis zum nächsten Mal.